Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind hier und hier gibt's gleich eine Brücke. Warum gibt's die? Weil wir irgendwie in diese Gleise da reinkommen wollen, wenn wir von hierher, ja, kommen sozusagen. Also, dann machen wir das mal. Ich freue mich drauf, ich baue gerne Brücken. Und nicht nur das, ich baue einfach generell gerne, sonst würde ich das Spiel wahrscheinlich auch nicht so lieben. Wobei, man kann das Spiel auch für andere Sachen lieben, das ist ganz klar, einfach weil es halt wunderschön ist. Mit diesen Zügen. So, wem erzähle ich das? Leuten, die sowieso gerne Züge sehen, sonst würden sie nicht zugucken. Aber ist ja schön, wenn wir einer Meinung sind zu dem Spiel hier. Gut, also, Steigung zu groß. Ja gut, ich wollte auch nicht hier rüber, Ja, versuchen wir es mit M. Ja, beim letzten Mal hat es besser geklappt. Ich muss nochmal eins rauf. Ja, echt immer noch nicht? Moment, gehen wir ein bisschen weiter weg. Das wird immer runtergezogen da. Kollision. Wo habe ich denn das vorher gemacht? Nee, das... irgendwie... Aber ich wollte doch eben nicht so eine hohe Brücke. Jetzt geht's. Gut, so hoch ist die nicht. Aber eben, was ich auch nicht möchte, ist, dass das hier ein Gefälle gibt. Sondern wenn, dann soll das so sein. Und dann haben wir uns für welche Brücke entschieden gehabt. Das weiß ich gar nicht mehr, ist aber auch egal. Weil das mache ich gerne nochmal neu. Ich glaube, die war's. Ja, die ist schon sehr cool. Na, jetzt mal gucken. Ja, die ist in Ordnung, die Brücke. Würde ich behaupten. Hier ist ein bisschen knapp, was die Oberleitungen angeht. Aber ich möchte damit nicht höher. Ich möchte damit echt nicht höher. Weil die Züge interessiert das ja eigentlich tatsächlich nicht. So, dann wollten wir hier rein. Das ging beim letzten Mal, hätte ich es mal gebaut. Jetzt haben wir echt, die Steigung ist zu groß. Das gibt's doch nicht. Beim letzten Mal ging's. Jetzt. Okay, wir wollen aber eigentlich nicht ans Gleis ran. Sondern ins Gleis rein. Und hier ist halt die Frage, eine Brücke oder eine Aufschüttung? Ich würde hier eine Brücke machen. Ich denke, wenn wir hier eine Aufschüttung machen, das sieht schräg aus. Weil hier darf gerne später auch noch ein bisschen was anderes sein. So ist es nicht. Aber wie sieht die Brücke aus? Nö, das ist eigentlich schon okay. Ich kann ja mal testen. Wir können es ja gleich wieder umstellen. Das wäre das Ganze mit einer Aufschüttung. Hat natürlich auch was. Ich muss gestehen, finde ich fast besser. Wenn wir das aufgeschüttet haben. Das bleibt ja nicht so, sondern da gibt es irgendwelche Bäume. Ja. Nee, das ist besser. Falls ihr das jetzt mit einer Brücke besser gefunden habt, schreibt das doch gerne in die Kommentare rein. Weil dann wüsste ich, wie ihr da so tickt. Aber ich finde jetzt hier wirklich eine Aufschüttung einfach besser. Ja, das wird irgendwie Käse. Das überschneidet sich hier. Jetzt habe ich ja wieder eine Brücke, damit ich ja nicht schön... Ach, da ist eine Weiche. Damit ich ja nicht schön gucken kann. Naja. Irgendwie muss es gehen. Na, hier so lang gehen, dann müsste ich da rauskommen. Und dann müsste ich das doch hier wieder greifen können. Oder ich baue es einfach, genau. Und dann ziehe ich das hier lang. So, jetzt. Aha, Steigung zu groß. Wie kann die Steigung zu groß sein, wenn wir hier angedockt haben? Das ist interessant. Das sollte eigentlich nicht sein. Kleine Schritte. Wahrscheinlich müssen wir die andere Seite nehmen. Also irgendwas passt im Spiel hier definitiv nicht. Dann einmal schnell testen. So geht's. Ja, so geht's auch. Okay, sobald man halt tatsächlich irgendwie dann zu ganz kleinen Schritten greift, dann funktioniert das auch. Da rein. Dann hätten wir das soweit. Wir können hier ausfädeln. Das ist soweit richtig. Das müssen wir aktivieren, sonst ist es nicht zweigleisig. Und jetzt müssen wir hier eigentlich möglichst schnell runter, weil ich wollte, wenn es irgendwie geht, hier unten durch. Mir fällt gerade auf, wie viele Züge hier langfahren. Schon. Das ist natürlich sehr nett. Also. Kommen wir hier runter? Nein. Sehe ich jetzt schon. Wir könnten wieder kringeln. Sollen wir kringeln? Macht das Sinn? Irgendwie halt die Strecke hier raufführen, dass wir hier irgendwie Höhe abbauen können. Ist sicher auch wieder eher ungewöhnlich, aber ihr wisst, ich mag eigentlich ungewöhnliche Sachen. Wie sieht es denn generell aus? Wir könnten das so machen. Allerdings, ich sehe jetzt gerade, wir kommen nicht mehr weiter runter. Das wird dann für die Gleise hier aber trotzdem noch eng. Es könnte aber schon funktionieren. Ja, kann man machen. Aber dann würde ich hier dazwischen, muss ich gestehen, vielleicht sogar nochmal aufschütten. Das können wir ja, das ist ja kein Ding. Wenn wir das so bis hier hinziehen, dann schütten. Dann haben wir hier die Aufschüttung. Das können wir wieder blähen. Gefällt mir auch schon wieder besser. Dann ist es ein bisschen organischer, statt dass ja einfach 10 Kilometer lange Brücken stehen. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass ich nicht weiß, ob wir da reinkommen. Aber ich würde sagen, das testen wir einfach mal. Ich baue das jetzt und danach werden wir das aber, bevor wir irgendeinen Zug oder etwas nehmen,
das Ganze natürlich noch entsprechend optimieren. So, hier rüber. Hier mit runter gehen. Ach doch, das geht sogar. Okay, ist ja interessant. Gut, da brauchen wir jetzt aber tatsächlich eine Brücke. Ich würde nochmal die gleiche nehmen. Das war die hier. Und die führt uns dann hier rein. Ist das das richtige Gleis? Ich bin rechts. Ja, ist genau das richtige Gleis. Allerdings ist es das falsche, weil ich komme hier wahrscheinlich nicht rein. Das müssen wir anders machen. Muss das andere Gleis haben. So, wenn wir hier aufschütten, dann wird es eh schon wieder ein bisschen breiter. Also nicht nur aufschütten, sondern eben das zweite Gleis nehmen. Dann jetzt muss ich dich haben. Da ist wieder irgendeine Steigung zu groß. Echt jetzt? Oh, okay. Das ist so nicht ideal. Müssen wir hier mehr Höhe haben? Allen Ernstes? Ich reiße euch mal nochmal ab. Natürlich doof jetzt, wenn ich mit dem falschen Gleis anfange, aber mein Gott. Ja, es geht abwärts. Wir müssen hier nochmal ein bisschen rauf. Oder wir müssen erstmal hier rüber und dann können wir gucken, dass wir dort ins Gleis reingehen. So geht's. Wir schnappen uns wieder die Brücke, die wir gerne hätten. Das war der Kollege hier hinten. Zack. Und jetzt hier unten rein. Und dann ins linke Gleis. Das ist richtig, jawohl. Sauber, haben wir. Wie gesagt, jetzt werden wir, bevor wir irgendwas mit Zügen machen, weil das ist eigentlich absehbar. Wir sind noch so jung in dieser Folge, dass wir hier auch problemlos noch kurz was machen können. Bemalen möchte ich das noch. Sollen wir das gleich mal machen? Ich würde sagen, ja. Sonst haben wir wieder den Effekt. Ich sage, wir bemalen es. Und dann bemalen wir es eben doch nicht. Wir nehmen mal nicht Baumrose, sondern Ballast. Dann können wir das Ganze hier zwischen den Gleisen schon mal machen. So, Shift drücken. Dann wird das hier unten auch bemalt. Hier haben wir noch Brücken, das ist okay. Ja, wo überall? Ich würde hier gerne Asphalt haben. Da müsste ich aber auch Asphalt reinschreiben. Zumindest glaube ich drei Buchstaben braucht man. Genau, Caps Lock noch deaktivieren. Und Asphalt 1. Nehmen wir den hier. Dann machen wir mal sicher das hier. Ums Depot rum halt. Das muss ja nicht unbedingt, behaupte ich, Wiese sein. Sagen wir bis hier hin. Wir könnten hier mit der Stärke auch zurückgehen. Dann würde das hier ein bisschen besser verlaufen. Im Sinne dessen, dass wir es nicht so abgeschnitten haben. Dann können wir hier nämlich wieder was anderes machen. Gut, war jetzt gar keine große Aktion. Hier vorne würde ich es für den Moment noch lassen. Hier hätte ich, wenn es irgendwie geht, vielleicht sogar noch ein paar Häuschen gerne. Das werden wir aber nicht heute machen. Jetzt gucken wir mal Folgendes. Hier, der Damm. Hier dazwischen. Ich denke, da können wir wirklich Bäume setzen. Und zwar so viele, wie wir haben. Da brauche ich aber die Assets. Also nicht so viele, wie wir haben, sondern einfach ein paar halt. Aber, ja, mal gucken. So, einmal diesen, einmal diesen. Das darf eigentlich gerne noch ein bisschen größer sein. Die Gleise müssen wir natürlich wieder befreien, das ist klar. Die Züge interessiert das nicht, die fahren durch die Bäume durch. Aber von der Optik her ist es natürlich dann semi-ideal, wenn eben tatsächlich hier Bäume auf den Gleisen rumlungern. Das muss nicht sein. So, irgendwie so. Dann können wir hier noch unten durch. Sieht man jetzt nicht, das müsste aber geklappt haben. Und hier oben hätte ich gerne andere Bäume. Hier haben wir sowas in der Richtung, die Größe nochmal ändern. Ja, ziehen wir das hier runter. Die Straße, wie gesagt, die bleibt verschont. Also da werden keine Bäume gepflanzt. Finde ich immer wieder interessant. Aber die Schiene, bei der Schiene geht's nicht. Warum kriege ich hier keinen Baum hin? Wahrscheinlich durch den Bahnhof hier gesperrt oder hier durch die Raststätte. Kann natürlich ja auch sein. So, hier machen wir das Ganze noch ein bisschen dichter. Hier ebenfalls. Hier ziehen wir es auch noch ein bisschen länger. Und dann würde das ungefähr schon so aussehen, wie ich das gerne hätte. Hier vorne machen wir keine Bäume. Das machen wir anders. Da noch ein Baum. Wenn wir hier keine Bäume machen, könnte ich aber ganz kurz nochmal hier mit dem Radiergummi durch. Und zwar mit der Breite einer Schiene. So, einfach, dass wir hier nichts im Weg haben. Das kann man am besten wirklich so testen. Ja, da musste ein Baum weichen, der muss auch noch weg. Und hier unten ist es wieder okay. Und hier ist nichts passiert. Das ist okay. Gut, lasset uns blähen. Hier, das Teil. Das muss ein bisschen breiter werden, finde ich. Das sieht so nicht gut aus. Ja, immer nehme ich zuerst das alte. Das falsche Werkzeug, das ist aber ja kein Drama. Machen wir noch ein bisschen mehr Stärke. Damit hier auch was passiert, wenn ich hier klicke. So, hier ein bisschen gebläht.
Hier ist es eigentlich fast schon okay, aber das können wir trotzdem auch noch ein bisschen machen. Moment, jetzt muss ich aber doch nochmal. Ja, so geht es natürlich auch. Das gefällt mir eigentlich fast besser. Dann wird es nämlich tatsächlich ein bisschen breiter hier. Automatisch fast schon. Gerne auch ein bisschen mit Fels, das ist kein Ding. Kann ich das nochmal hier mitnehmen? Jawohl. So. Ja, würde eigentlich so passen. Ist halt relativ, wie soll ich sagen, landschaftlich das Ganze. Aber ich finde das nicht schlecht. So, und wenn man jetzt so guckt, das sieht doch jetzt schon nett aus. Hier die Züge durchfahren und überall halt auch ein bisschen Wald ist, ein bisschen Bäume, das ist schon besser wie dieses Grün hier. Aber das lasse ich, weil ganz einfach, ja, die Stadt braucht ja noch ein bisschen Platz. Also wenn die auf die Idee kommen, hier hinten noch zu bauen, dann möchte ich nicht die Bäume im Weg haben. Gut, also ins Gleis rein kommen wir. Jetzt muss ich aber nochmal kontrollieren, ob das das richtige Gleis ist. Das wäre sonst nämlich der Hammer. Ja, wir müssen auf die Seite. Und wenn wir natürlich jetzt hier eingleisig werden im Bahnhof drin, dann brauchen wir hier eine Weiche. Das ist auch klar. Sonst können wir natürlich nicht eingleisig werden. Ich sehe schon. Das möchte so gerade nicht funktionieren. So funktioniert es. Ich glaube nicht, dass wir hier eine X-Weiche hinkriegen. Ja, vielleicht in die andere Richtung. Nein. Gut, dann machen wir die Oldschool-Weiche. Einmal so. Dann kommen wir auch in beide Richtungen. Das passt. Kann sein, dass jetzt irgendwo dann noch eine Weiche fehlt. Dann werden wir das entsprechend natürlich ändern. Ändern. Und jetzt, ja, jetzt sind wir hier. In Heisenberg City. Jetzt wollen wir weiter nach Hamburg. Dort hätten wir noch Weißwasser im Weg. Und wir haben gesagt, wir bleiben eher auf der Seite. Da haben wir da den Bahnhof. Weil dann können wir die Brücke mitnutzen. Sonst haben wir hier im Prinzip eine eigene Strecke. Das ist so schlimm auch nicht. Aber irgendwie ist die Idee eben schon, dass wir Gleise nutzen, die wir bereits haben. Also, wenn wir hier rausdüsen, in die Richtung bringt uns nichts. Da geht es nach Liandingens rauf, sondern wir müssen in die Richtung. Und wir haben hier einen Bahnhof und hier haben wir Platz. Das wären die Gleise. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das halt doch mit eigenen. Zumindest bis hierhin. Und dann gehen wir hier rein. Das ist nicht eine Autobahn hier. Das sieht nur so aus. Ja, das ist im Prinzip, das hat ja keine Leitplanke. Das ist einfach eine fette Straße. Dann würde ich hier aber tatsächlich nochmal mit einer Brücke rüber. Ich weiß nicht, im Bahnübergang hier. Ja, könnte man auch machen. Wie sieht das denn aus, wenn wir hier einen Bahnübergang haben oder hätten? Nee, ich weiß auch nicht. Gefällt mir nicht. Da fliegen auch die Autos gleich. Habt ihr das gesehen? Weil das runtergedrückt wird. Nee, das gibt ja nochmal eine kleine Brücke. Und die würde ich sogar jetzt gleich bauen. Dann haben wir das. Das ist immer einfacher, wenn man dann sozusagen in die Brücke reinbaut. Also wenn man hier davor steht und dann die Brücke haben muss. Und hier nehmen wir irgendwie vielleicht doch die nochmal. Die ist halt schon irgendwie sehr schick. Ja, und hier hätte ich gerne, ihr ahnt es, das Ganze so. Nehmen wir gleich mal. Und jetzt gehen wir von hierher kommend, würde ich sagen, bauen wir. Da haben wir das Gleis. Du musst weichen, sonst komme ich da mit dem Gleis nicht durch. Weil das muss ja folgen. Ich würde aber sagen, das machen wir. Doch, wir machen es bis hierhin so, damit wir hier den Bahnübergang sozusagen haben. Gut, und danach geht das in die Richtung. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken, da stimmt doch was nicht. Ist hier nicht nochmal ein Gleis? Ist ja ganz interessant. Das hier ist unser Gleis. Ach, hier ist halt nur eins. Okay. Dann nutzt der das hier zweigleisig. Und wir sind hier dann aber eingleisig unterwegs. Das heißt, wir bräuchten hier nochmal eine Weiche. Dass wir auch ein zweites Gleis haben. So, dann gehen hier rüber. Wie gesagt, da geht es primär um den Bahnübergang. Da kommt gerade die BR-103 nochmal. Mit den Rheingoldwagen. Ja, einfach nochmal Kraft tanken für den weiteren Kraftakt des Bauens. Da oben ist der Dings noch unterwegs. Wie heißt er denn? Hector Rail, genau. Und hier die Zuckerwagen nochmal. Gut, und jetzt werden wir hier aber abweichen, sozusagen. In die Richtung, damit wir dort in Richtung Brücke kommen. Das wäre dann etwa so. Und wir können jetzt gleich mal gucken, ob wir das nicht vielleicht sogar direkt verbinden können. Da rein. Ja, wenn ich so wische. Geht. Dann haben wir hier das. Oder wir hätten, ihr ahnt es, ich versuche nochmal kurz die Aufschüttung. Ist einfach besser. Wir haben sonst so lange Brücken, darunter ist nichts, das ist einfach irgendwie komisch. Ich würde das so machen. Also, einmal so.
Dann diesen und dann fahren wir wahrscheinlich dort auch nochmal durch den Bahnhof durch und dann geht es dann aber wirklich auch nach Hamburg rein. Was habe ich denn jetzt hier wieder gebaut? So wird das nichts. Oder Moment. Ah doch, guck mal. Das wird eben doch was so. Gut. Nee, aber dann haben wir hier, das sieht man ja, dann haben wir hier tatsächlich was ganz Komisches. Hier steht dann das Geländer irgendwie mittendrin. Das kann es auch nicht sein. Nicht Straße, Schiene. Ja, aufschütten. Zack. Rechtes Gleis, rechtes Gleis. Das wird jetzt funktionieren. Nehmen wir dich mal mit und gucken. Ja, jetzt ist ja kein Geländer mehr. Das hat seine Richtigkeit. So, wenn man so schaut. Doch, das sieht doch stattlich aus, finde ich. Jetzt müssen wir hier. Was müssen wir denn hier? Müssen wir hier auch noch rüber? Ja, da müssen wir auch noch rüber. Hier müssen wir auch noch übers Gleis rüber. Das machen wir mit einer Flying Junction, würde ich vorschlagen. Plus, minus so. Schön wäre es, wenn hier nicht ein Pfeiler irgendwie auf der Schiene stehen würde. Bau das mal. Und dann hier wieder zurück und hier andocken. Jawohl, da müssen wir nichts aufschütten. Das können wir so lassen. Zweites Gleis. So, aber ich gehe schon stark davon aus, dass wir die Strecke heute noch befahren können. Und jetzt wird es hier halt viergleisig. Und das muss so sein. Das kann gut sein, dass hier von der Seite dann irgendwann hier mal noch was einfädelt. Weil, ja, ich glaube nicht, dass wir hier bei den paar Gleisen, die wir hier benutzt haben, schon allzu weit sind in Sachen Verbindungen. Können wir gleich mal gucken. Also das können eigentlich nur zwei Linien sein maximal, wenn man es genau nimmt. So, einmal so. Das ist jetzt natürlich unabhängiges Gleis, ganz klar. Wir hätten auch hier reingekonnt in diese Gleise. Ich möchte das aber hier ganz bewusst mehrgleisig haben. Wenn wir mal schauen. Wir haben hier, ja, drei, doch vier Linien haben wir. Was nehmen wir denn jetzt? Haben wir hier nicht Durchfahrtsgleise? Nee, das sind alles Gleise mit Bahnsteigen. Nee, das geht nicht. Wo haben wir ein freies Gleis? Nirgends. Das heißt, wir werden die beiden hier mitnehmen, beziehungsweise eins davon. Auch hier gehen wir nur eingleisig durch. Damit wir eben wirklich nicht die Kapazitäten sprengen. Sozusagen. So, da mache ich aber wieder eine Weiche, sonst geht es nicht. Das ist auch klar. Und das müssen wir dann je nachdem sogar einstellen. Ja, da muss ich gucken, wie wir das am Schluss machen. Na ja, das... Oh, ja, hier unten durchkommen ist natürlich auch noch was. Oh, lala. Okay, das geht nicht. Da kommt die Brücke nicht klar mit. Na ja, gut, dann düsen wir hier lang. Das geht ja auch. Dann kappe ich das aber nochmal. Dass wir hier ganz anders reindüsen. Ja, dann klappt auch. So, das klappt hoffentlich auch. Jawohl, da kann er wieder die Pfeiler versetzen. Er die Brücke. Da kann die Brücke die Pfeiler wieder versetzen. Funktioniert. Wir bräuchten hier noch eine Weiche. Und das würde jetzt heißen, wir düsen hier eingleisig durch. Ach, das wird die Steigung zu groß. Ja, in beide Richtungen. Habe ich das schon hier? Ja, Versuch. Gut, auch hier oldschool. Zack. Dann nutzen wir eins von den beiden Gleisen. Düsen hier wieder lang. Kommen da sogar problemlos raus, wie man sieht. Jetzt müssen wir in die Gleise rein, die dann auf die Brücke führen. Das wären schon die hier. Jawohl, sieht man da auch. Sauber. Gut. Das würde ich jetzt nicht viergleisig machen, sondern da würde ich tatsächlich mit den Gleisen in bestehendes Gleis rein. Würde für uns heißen. Wir scheren hier mal aus oder fädeln aus. Du kannst schon mal weichen. Weil das müssen wir sowieso neu machen. Ja, gefällt mir nicht. Das dockt nicht richtig schön an dort. Dann ist es meistens von der Seite kommt besser. Ja, das ist wesentlich paralleler als das vorher. Jetzt wollen wir hier rein. Und dann wollen wir hier rein. Und dann haben wir die Strecke im Groben. Haben wir sie. Klar, die Signale fehlen natürlich noch. Das dockt auch nicht schön an. Ja, so gefällt es mir besser. Und hier vorne wollen wir da noch rein. So. Sehr gut, hier wieder aktivieren, weil sonst das Ganze, wie gesagt, dann Probleme gibt mit dem Zweigleisigen. Und hier werden wir sicher noch weitere Signale setzen. Hier haben wir ja alle 3 Kilometer eins. Gut, hier geht es hier rein. Dann geht es hier über die Brücke rüber. Geht hier lang. Und dann sind wir hier in Hamburg. Dann geht das hier lang. Hier in die Gleise rein. Ja, guck mal, wunderbar. Und hier vorne haben wir dann auch ein eigenes. Das ist der Zielbahnhof. Und man sieht... Hier können wir sogar dann dieses linke Gleis nehmen. Gut, das würde also passen. Ich würde sagen, wir machen mal eine neue Linie. Die wäre von hier.
brauche die Doppel-1, damit ich sehe, wo wir hin müssen. Hier unten nach Redwitz in diesen Bahnhof rein. Ja, funktioniert sogar. Müssen wir dann gucken, dass das hier mit den Dingens auch stimmt. Und dann wäre das die Regio, das war jetzt auswendig. Das ist die 27, aber nicht mit großem E. Regio 27. Und jetzt steht halt Hamburg zuerst drin. Also kommt hier noch Hamburg rein. So, passt das? Jawohl. Gut. Dich brauche ich jetzt aber auch, damit ich weiß, wo du genau lang gehst. Und dann können wir eben allfällige Korrekturen noch anbringen. Also du düst mal hier rein. Ist das richtig? Das kontrollieren wir schnell. Nein, eigentlich nicht. War das so angedacht? Ich glaube nicht. Wo wollten wir denn lang? Hier fahren ja schon zwei rein. Wollten wir gar nicht nach Redwitz? Das ist jetzt natürlich auch noch die Frage. Was war denn die Grundidee? Was sind doch von hier los? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was da genau geplant war. Oder wollten wir hier los? Ich glaube, wir wollten nach Samkow. Kann das, nach Bergholz-Rehbrücke. Ich glaube, den Bereich. Hier über die Brücke rüber. Nee, 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 nee. Nee, nee, hier wollten wir nicht hin. Falls doch, das ist kein Drama, weil eigentlich ist es ja egal. Wir nehmen Redwitz wieder raus. Weil es ja von der Region irgendwo hin, wo wir sie noch nicht haben. So, machen wir dich hier oben rein. Ja, gefällt mir schon besser. Jetzt nutzen wir hier aber schon wieder irgendwie gemeinsames Gleis. Da muss ich schnell gucken. Ja, deswegen haben wir das hier gemacht. Ja, das macht mehr Sinn. Würde heißen, der Zug muss hier in Bergholz-Rehbrücke. Das kann man ja eigentlich auch hier einstellen. Terminal. Was haben wir hier? Da ist schon einer. Wir müssen in die 4 rein. Mhm. Scheint sogar zu klappen. Mal kurz aufrufen hier. So, was macht der Zug? Gar nichts. Warum sehe ich meine Linie nicht? Ne, come on. Nochmal. Regio 27 Hamburg. Weil hier hinten startet, Herr Eisenberg. Jetzt war ich schon wieder irgendwie dabei zu denken, dass wir dann von da hinten kommen. War das nicht doch der ursprüngliche Gedanke? Ich glaube nicht, aber der ist ja jetzt auch egal. Ja, man kann es natürlich nicht sehen, wenn man hier guckt, wenn sie hier anfängt. Das ist auch klar. Also, jetzt passt es aber vom Bahnsteig her. Das ist okay, dann können wir das zumachen, behalten die offen. Ja, ach ja, das Zweigleisige müssen wir auch beachten. Ich möchte jetzt aber zuerst gucken, dass überall die Bahnsteige und so weiter stimmen. Also die Bahnsteige, die Gleise meine ich. Hier müsste eigentlich auch passen. Jawohl. Tatsächlich, jetzt ist die Linie wieder weg. Die rufen wir wieder auf, nehmen sie wieder rein und dann stimmt's wieder. Sind wir hier außen, düsen hier lang. Über die Brücke, gehen hier in die Gleise rein. Ne, machen wir nicht. Ach ne, das ist der, genau, das ist der viergleisige Bereich. Gehen hier runter, gehen dann aber in die Gleise rein. Die führen uns auf die Brücke. Jawohl. Dann düsen wir hier nach Hamburg rein. Und wenn wir jetzt Glück haben, stimmt sogar das Terminal. Jawohl, passt. Gut, das hätten wir. Angeschrieben haben wir es auch. Dann müssen wir jetzt eigentlich als letztes einfach noch gucken, wie das mit den Signalen ist. Ob das auch stimmt. Wir haben hier eins. Dann haben wir hier eins. Und wir müssen auch gucken, dass das mit der Anzahl daneben stimmt. Hier ist es eingleisig, da gibt es keine Signale. Dann haben wir hier... Ja, doch... Ab und zu mal, aber guck mal hier. Ach, das ist ja dann unser Bereich. Genau, da müssen wir natürlich die Signale setzen. Das ist ganz klar. Die haben wir ja noch nicht. Dann nehmen wir wieder mal die hier. Dann haben wir hier Signal. Ja gut, jetzt müssen wir eh gucken. Das ist ein Ausgefädle. Das sieht man gar nicht richtig. Bist du ein Linkssignal? Nein. Hier, doch, das geht hier. Also, einmal so. Wir kappen dann auch gleich, was nicht stimmt. Würde nämlich heißen, wir brauchen, wenn ich rankomme, brauchen wir hier vorne noch ein Signal. Hier ungefähr. Zack, für die andere Linie. Dann hätten wir gerne hier eins. Und dann werden wir die hier kappen. Nur die Signale. Die Schiene dürfte gerne stehen lassen. So, dann haben wir da eins. Dann haben wir hier den Block, das ist richtig. Und hier in die Richtung stimmt es auch nicht. Da muss das hier weichen. Das muss ein bisschen versetzt sein. Das kommt neu hier hin. Dann haben wir hier zwei hintereinander. Das ist eigentlich auch nicht wirklich, was wir wollen. Du weichst mal. Wenn wir jetzt gucken. Die Weiche. Ne,
Beziehungsweise, was haben wir denn jetzt? Das war noch ein altes. Nee, das passt schon. Hier eins. Ja, weiter vorne würde auch gehen, aber das ist okay so, das passt schon. So, und dann geht es eben hier raus. Jetzt muss ich nochmal gucken, habe ich hier auch eins? Hier fehlt noch eins. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ist ja im Prinzip wie immer, aber sobald das irgendwie unter einer Brücke ist und ich die Übersicht dann nicht habe, dann tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, das so zu machen, wie ich es gerne hätte. So, einmal so. Einen Block. Hier gerne nochmal einen Block. Und hier unten ist Feierabend. Dann gibt es hier das Gegensignal. Eingleisig durch, das ist genau wie wir es wollten. Kontrolliert, ob es der richtige Bahnsteig ist, haben wir ja auch. Das passt also. Einmal so. Einmal so. Ja, das reicht noch für einen Block. Ja, das reicht sowieso noch für einen Block. Das ist ja hier dann eben eigentlich der viergleisige Bereich. Zumindest für einen Moment. Dann gehen wir hier raus. So, das machen wir natürlich auch für spätere Züge, die dann hier irgendwann noch drauf sind. Auf der Brücke nochmal einen Block. Dann geht das hier wieder runter. Jetzt habe ich genau die falsche Richtung erwischt. Das ist aber kein Ding, wenn man es merkt. Und sonst habe ich ja zum Glück euch. Dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Da bin ich immer sehr froh. Falls ich mal irgendwo wieder ein falsches Signal setze. Ja, Autosave, da muss ich nicht Angst haben, dass das dann permanent irgendwie auf der Anlage ist, dieses Signal da. Das ist schon was sehr Schönes. Da bin ich euch sehr dankbar. So, Autosave mach hin. Ich möchte mein Signal hinsetzen. Ja, gibt es hier nochmal. Und hier vorne geht es dann, ja, da geht es jetzt zweigleisig durch. Das können wir natürlich eigentlich machen. Sollen wir es bei dem machen? Lasst uns das Ganze bei dem Bahnhof so lassen. Ich würde das tatsächlich so machen. Machen wir hier nochmal. Dann haben wir hier einmal eine doppelte Nutzung und sonst sind wir ja nur eingleisig unterwegs in den Bahnhöfen drin. Hier ein Signal. Hier eins. Ach nee, da geht es ins Gleis rein. Jetzt muss ich aufpassen. Dann können wir nicht einfach frei Schnauze die Signale setzen. Sondern einmal hier. Und hier vorne wäre dann hier. Dann haben wir das Signal hier. Ja, können wir lassen. Wenn wir von hier kommen, bräuchten wir hier ein Signal. Da haben wir auch keins. Das passt auch. Und das ist das Depot-Signal. Das können wir lassen. Gut, hier ist es schon richtig. Hier ein Gegensignal. Hier haben wir eben für meinen Geschmack zu wenig Signale. Das werden wir jetzt definitiv beheben. Jo, da ist wieder okay. Und hier oben geht es wieder rein. Das ist aber schon bereits gebaut gewesen. Das sieht man. Weil die Signale, die stimmen. Nein, die ist soweit. Genau, dann haben wir die Blöcke. Ja, das sind auch ein bisschen wenig irgendwie. Machen wir hier doch nochmal einen hin. Dann hier noch schnell gucken. Dann gibt es hier einen. Neinen. Hier gibt es noch einen. Herr Eisenbach, machen Sie doch ganze Sätze mit ganzen Wörtern. Das ist so, wenn ich so in meiner Welt bin hier jeweils. Ja, auch hier in der Mitte. Das sind zu wenig Signale für diese Züge. Das haben wir so gemacht. Aufgrund dessen, was wir vorher hatten. Definitiv. So, hier dann rein. Und hier stimmen die Signale ja auch schon. Die müssen eigentlich stimmen. Gut, dann hier durch die Stadt durch. Das hier ist auch richtig. Und hier vorne gehen wir ins richtige Gleis rein. Jo, dann haben wir das Ganze. Dann würde ich sagen, wir gehen zum Zukauf. Über. Jetzt muss ich euch aber dahingehend enttäuschen. Ich glaube, ich habe gesagt, einmal mehr. Wir fahren heute noch mit. Das wird von der Zeit her zu knapp. Aber dann machen wir das morgen. Oh, jetzt aber nicht hier irgendwie. Ist gerade eingefroren, das Spiel. Liebes Spiel, was gefällt dir nicht? Oh, das sieht schon nach Absturz aus. Wir haben ein Autosave, das ist noch nicht lange her. Ja, da ist der Ton weg, da ist das Spiel weg. Hm, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, was war denn da los? Keine Ahnung. Kommentarlos abgestürzt. Aber zum Glück gibt es ja jetzt seit dem letzten Update sozusagen die Möglichkeit, ja kurz davor, bevor es abstürzt, dass man da einen Spielstand neu lädt. Der wird extra angelegt und das funktioniert tadellos. Guck mal, die Signale sind alle noch da. Jetzt ist mir aber gerade aufgefallen, die Signale hier, wir haben hier eben doch eine Weiche, das habe ich vorher nicht gesehen, weil es keine normale X-Weiche ist, sondern irgendwie so eine Oldschool-Weiche. Auf der Seite haben wir aber keine. Ja, ich würde die lassen. Ich würde dann aber doch die Signale nochmal leicht anpassen, würde ich sagen. Ich bin eigentlich stehen geblieben beim Thema, dass wir nicht mehr mitfahren können. Das bleibt leider dabei. Die Zeit wurde ja nicht mehr, nur weil es jetzt abgestürzt ist. Aber das machen wir morgen, dann haben wir was, worauf wir uns freuen können.
Und was wir jetzt machen, wenn sich wieder abstürzt, wenn ich nach da hinten gehe? Dass wir den Zug noch kaufen. Wo war das? Hier hinten. Wir haben hier mit Sicherheit ein Depot. Denkst du? Doch, wir haben doch irgendwo hier ein Depot. Come on. Da haben wir sogar ganz viele. Das sind allerdings... Ne, das sind keine Depots. Die sehen nur so aus. Genau, das habe ich ja mal noch separat gebaut, damit hier ein bisschen was ist. Ja, eben. Solche Sachen möchte ich dann noch öfters haben. Künftig. Definitiv. Das sieht doch relativ schmuck aus, finde ich. Hier mit den Büschen außenrum. Aber ja, wir bräuchten halt trotzdem ein Depot. Wir haben hier eins, das wissen wir. Bei der Wasch und... Ach, sonst nehmen wir doch das hier, wenn wir gar kein anderes haben. Die Frage ist halt, führt uns das in unser Gleis rein? Das führt eigentlich nur in die Gleise rein, die nirgends hinführen. Das ist ja auch interessant. Habe ich da mal noch was geändert wahrscheinlich? Ja, sieht ganz so aus. Wo müssen wir denn hin? Wir gucken mal nochmal. Schnappen uns unsere Linie. Das war die Regio, die ohne Fahrzeug. Die startet hier. Das heißt, wir müssen in die Gleise rein. Von dem Depot aus. Kann klappen, muss aber nicht. Wir werden mal schnell schauen. Suchen wir uns ein schönes Gleis. Nämlich, ja, wo haben wir es denn? Doch, das hier müsste gewesen sein. Wenn wir dieses Depot auf der Seite nehmen, gehen wir hier rüber. Dann kommen wir hier hin. Ja, das geht, aber ob ich jetzt... Nee, da komme ich nicht mehr rein. Nee, nee, da ist halt genau... Kollege, Gleis, muss das überhaupt da rein? Oder, Moment, bin ich jetzt eh schon richtig? Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo wir genau hin müssen. Eigentlich sind wir hier doch richtig. Wenn ich mir nochmal die 27 nehme. Nee, doch nicht. Das ist das Gleis. Aber stimmt das denn überhaupt? Doch. Ja, ja, hier sind wir alleine. Das wäre dieses hier. Das hier. Das würde aber heißen, dass wir das Gleis gar nicht brauchen. Wenn ich mal alle Linien einblende. Nee, brauchen wir im Moment nicht. Dann kämen wir nämlich schon rüber. Dann kappen wir das mal. Bis hierhin. Hier ist ja auch noch nicht weitergebaut worden. So, und dann können wir nämlich von hier mit ein bisschen Glück... nee, da nicht. Ah, wie ärgerlich. Können wir das ein bisschen verschieben? Ja, ich teste das jetzt mal wirklich. Also ich möchte da halt tatsächlich jetzt mit dem Depot arbeiten. Wenn ich hier hinten anfange... Und dann beim ersten Punkt, wo es geht, reingehe, wäre er hier. Und dann hier rüber düse. Ja, dann geht's. Sauber. Gut, dann können wir das ja so nutzen. Jetzt müssen wir aber eben darauf achten, dass wir das Depot hier nehmen. Gut, sollen wir die Züge schon kaufen? Ach, lass uns doch die Züge auch morgen kaufen. Jetzt haben wir alles fertig. Wir können uns in gemachte Nester setzen sozusagen. Morgen als erstes wird ein Zug gekauft und dann werden wir die Strecke nach Hamburg in Angriff nehmen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen hier pünktlich um 14 Uhr wieder zur Mitfahrt mit dem neuen Zug. Macht's gut, bis dann. Einmal drehen und tschüss.